Willkommen zurück zu Mario Party 2 mit Enderfighter 64 und... No way short, aber Mario Party 1 ist das. Whoops. Cute. Aber jetzt kommt das große Finale. Denn ihr seht ja schon an dem Soundtrack, an die Fußstapfen, an der Tatsache, dass unsere Sterne gestohlen worden sind. Letzten Part, da ist das ganze Geschehen. Einschalten, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es geht jetzt ab ins Finale. Kann er immer noch so glücklich sein? Ist echt so. Der Dicke redet da schon. Alles wie sonst auch immer. Wohl zum Finale können wir auch schwer machen, oder? Auch schön, man kann nicht die Map auswählen. Ach komm, wir machen viel fürs Finale auf schwer. Okay. Und auch hier wieder wie Mario Party 2, weil es das Finale ist, machen wir das Ganze ein bisschen länger. Ein bisschen. Zum Glück flackert es momentan noch nicht. Noch. Oh, es flackert echt nicht. Also diese Map hier, die ist etwas besonders. Sag ich jetzt einfach mal, dazu werde ich noch kommen. Oh. War natürlich klar gewesen. Er ist Bowser. Ich denke, übersetzen müssen wir nicht. Na, der hat einfach mal diesen Cooper weggeschleudert. Also das, was Sie sagen, werde ich auch gleich erklären. Wie sieht Bowser Junior denn aus? So, das haben mal die älteren Spieler an sich. Und ich bin mal wieder letzter. Hatten wir schon lange nicht mehr. Hust, hust. Hey, du warst doch letztes Mal der Erste. Aber ich bin meistens letzter. Was bewiesen worden ist aber, dass wenn Koopa sagt oder irgendjemand, dass er glaubt, dass diese Person gewinnt, dass es zu 95% nicht gewinnt. Okay. Das Dumme ist, ich muss jetzt erstmal Map gucken. 1, 2, 3, ich käme zum Teleporter. 1, 2, 3, 4. Ich käme so oder so auf den Teleporter. Aber die Frage ist, wo ist hier der Stern? Das erkläre ich gleich. Erstmal die ganzen anderen Züge da. Er kann sich einen Stern nicht leisten. Ja, das ist es halt. Also, da denke ich jetzt Erklärungsbedarf. Ups, wie nochmal Map? So, Map. Also, hier gibt es ganz viele Orte mit Sterne. Eigentlich fast überall. Es ist so, dass alle Sterne sind tatsächlich echt und vor denen kann man sich halt erholen, wenn man 20 Münzen hat. Aber wenn man also auf so einen Steffel betritt und 20 Münzen zahlt, wird man von Bowser Jr. in ein Würfduell herausgefordert. Man muss dann höher würfeln wie er. Man hat dann links einen Vorteil, denn man selber verwendet den 8, 9, 10 Würfel und er den 1 bis 10 Würfel. Also es ist eigentlich machbar, den zu übertrumpfen für den Stern zu kriegen. Sollte man es aber dennoch nicht schaffen, wird man einen Stern verlieren. Und da die ganzen Teleporter da, das muss man einfach in der Map auswendig lernen. Da weiß ich auch nicht, wo die jeweils hinführen. Ich könnte mir jetzt einen Stern leisten, wenn da einer kommt. Ist sogar einer. Für Duell. Also, ich würfle eine 10. Das kann ja nicht übertrumpfen. Also, ich weiß nicht, was bei Unentschieden passiert. Das weiß ich leider nicht.
Aber das gehört mir. Aber auch nur wegen diesem Glückswürfel und dass ich eine 10 gewürfelt habe. Okay, und scheinbar führen alle Fragezeichenfelder einen zurück zum Start. Und zwar auch wirklich jeden zum Start. Schon ein bisschen hart unnötig, oder? Ja. Aber jetzt gehen wir mal zum ersten Minigame. Ah, das kennen wir schon. Eigentlich sollten wir alle Minigames einmal im Let's Play gespielt haben, oder? Ja. Mario Party 1 hat auch übrigens im Vergleich zu den anderen Mario Partys sehr wenig Minigames. Die anderen haben mehr. Merkt man schon relativ schnell, dass sich das immer und immer wieder wiederholt. Man meint es jetzt nicht ganz so gut geworden, aber sollte immer noch gut genug sein. Nein! Das ist verkackt. Wobei das eigentlich so schlecht bei dir gar nicht aussieht. Ey, komm, das ist fake. Ist echt so. Also, ich habe keine Ahnung, warum es bei dir nicht gezählt hat. Hast doch super ausgeschnitten. Also mindestens genauso gut wie ich auch. Ich werde Mario Party verklagen, glaube ich. Ach, das hat jeder schon mal im Leben gemacht. Aber wenn der Storm Part 1 erinnert, wurde man tatsächlich Mario Party verklagt. Wegen den Control-Stick-Dreh-Mini-Spielen. Oh, Bowser hat mal höher gewürfelt. Aber Peach musste zum Glück keinen abgeben, weil sie keine hatte. So, jetzt ist der Fettsack dran. Kannst alle zum Start zurückbringen. Das machst du auch. Was? Ah doch, alle. Luigi könnte sich tatsächlich leisten, aber ihm fehlt leider das Würfelglück. Okay, ich mache ein Einzel-Minispiel in Memory Match. Wo war noch mal bei mir Z? Muss ich mal ganz kurz austesten. Okay, so ging's. Okay, erste zwei Münzen. Nächste zwei Münzen. Jetzt kein Pech und Bowser. Okay, mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Wird eng. Ha, gerade auch so in der letzten Millisekunde. Ich 10 Münzen. Eins gegen drei. Nein, diesem Minispiel. Also das sollten wir eigentlich verlieren, denn Luigi ist auf hart. Natürlich wird er nicht einmal stolpern. Wäre aber cool, wenn. Ja, stolpern tun nur Computergegner auf leicht, selten auf normal. Deshalb ist es blöd an diesem Minispiel. Sobald der einzelne Minispieler keine Fehler macht, haben die Teamspieler keine Chance.
Ist halt einfach so. Das heißt, wir verlieren Münzen. Ja, 5 Stück. Und Luigi kriegt die dann. Wieso stellst du die dann auf hart? Ich glaube. Ja. Das wäre das. Das Finale muss schwer sein. Hätte eh nicht genug Geld. Und Luigi. Der verliert das Würfel. Das kann passieren. Kann auch wieder nur die 8. 1 zu 5 Chance, dass Bowser höher würfelt. Hätte er noch 5 Münzen mehr, hätte ich direkt den zweiten mitholen können. Natürlich den Würfel. Was ist denn überhaupt hier oben? Hier geht's auch wieder zum Teleporter. Dann gehe ich mal hier als einziger nach oben. Ja, da stehe ich. Ups. Na dann. Das müssen sie auch wieder gewinnen. Das ist so unfair. 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 Hillary, das ist unfair. Was hast du mit den ganzen Politikern? Ja, Martin Schulz, Alter. Meins wäre ganz links gewesen. Ich glaube, die gehen an Peach sogar. Komm, das ist Verarsche. Als ob die das so schnell wissen. Und ausgerechnet Luigi ist natürlich klar. Das Spiel hat eine Affäre mit Luigi. Aber ich habe wenigstens auch genug, wenn ich mal zu einem Stern hinkomme. Oh, Chance dann. Peach kann jetzt aber den ganzen Spieß umdrehen. Okay, es geht schon mal um dich. Und um mich. Was? Habe ich nichts dagegen? Hast du überhaupt 20 Münzen? Nein. Naja, da gibt man alles her. Die würfelt immer hoch. Obwohl beim letzten Mal eher nicht so hoch. Aber allgemein schon hoch. Komm, würfel eine 10 Bowser. Als ob. Wie cool ist das denn? Ah ja. Ich hab nicht gemerkt, dass Beach pleite ist. Wie gewonnen, so zerronnen. Darf aber nochmal zum Buhu Münzen stehlen. Und das wird er natürlich von mir machen, der kleine fiese Schlingel. Komm. 6 Stück. 5 Stück. Noch besser. Und dann muss wir zurück zum Start. Thank you.
Okay, dann bring mich irgendwo hin. Doch nicht dahin, verdammt! Vielleicht darf ich ja nochmal würfeln. Nö. Doch nicht dahin, verdammt. Das war lustig. Ach nee. Aller Freddy. Der hat doch gar nichts mehr. Nur meine 5 Coins. Allerhöchstens. Oh no. Was war das denn? Ich hab schon gesagt, Alter, auf Luigi. Wenn man in der Wiederholung genau hingesehen hat, Peach hat mich weggeboostet. Als die Kanone kam, ist Peach gegen mich hochgesprungen. Und ich bin somit, ja. Du hast den Würfel, bei dem du viel würfelst, aber ich denke nicht, dass es dir zum großen Vorteil wird, da du zu wenig Geld hast. Wobei, ja, auch selbst wenn du das nächste Minispiel gewinnst. Weil es muss ein 3 gegen 1 sein, wo ihr 5 verliert, gell? Ja. Ja, aber das ist nicht mehr möglich. Es ist möglich. Ja, aber dann bist du halt nur der, der 5 Münzen von mir bekommt. Ah, nee, stimmt, ich muss jetzt zwangsweise stehen bleiben. Hab ich vergessen. Nehmen wir auf zu Castaway. Ah, da. Ah, da kann man mehr gewinnen. Merke ich gerade auch. Eigentlich finde ich ganz rechts sein am besten. Da kann man es nämlich am besten abtimen. Ich entscheide mich mal nur für den Münzsack. Ach, du hast ihn mir weggenommen. Aber dafür kann ich jetzt nicht mehr die Truhe nehmen. Na, nehme ich hier so lange. Ey, du bist so ein Drecksack. Ey, wie machst du das bis zur Mitte nur? Das ist ziemlich schwer. Oh Mann, so knapp. Ja. Ich hatte auch zur Mitte, aber hab doch ganz wenig gemacht und er ging direkt nach ganz außen. Nein! Nein! Mir fehlen Münzen. Ja, ich hab 15 geholt. Eigentlich relativ gut. Übrigens, in der Minispielinsel muss man da 30 schaffen. Das ist extrem. Peach hat nicht genügend Kohle. Arme Stück Scheiße, verpiss dich aus dem Mario Party, kein Schwein will dich. Auch wieder die schöne No-Edge-Mode-Ausdrucksweise. Schade. Ich kann noch eine Umdrehung machen, das ist der Vorteil. Da ist noch ein Stern. Weil Luigi kann jetzt sich den nächsten Stern holen. Woher hat der das ganze Geld, bitteschön? Der hat die ganzen Minispiele gewonnen. 9? Ja, es sollte sein Stern sein. 2. Aufgefallen? Ist ja schon aufgefallen, dass Bowser relativ häufig 2 würfelt. Und dass es immer so ist. Immer. Einmal gewinnt er, einmal verliert. Das ist immer abwechselnd. Das heißt, der nächste müsste verlieren. Ja. Der nächste wäre wahrscheinlich ich, also wenn ich jetzt hochwürfle. Nein, nicht hoch genug. Oh, ich kann auch Chance Time kommen. Komm, das mache ich mal. Chance Time ist zwar. Oh, ich höre dir, schlag dich kaputt, wenn du mir jetzt meinen. Chance Time ist zwar als erster Spieler eher nicht das, was man gerade haben will, aber. Mach's mal trotzdem. Hat sich boah, gelohnt. Dich. Was?
Jetzt mal ehrlich, wie viel Pech kann man nur in diesem Spiel haben? Schade, dass es nicht mehr waren. Naja, wobei, wäre auch schon irgendwie lächerlich gewesen. Also aus meiner Perspektive schade. Plattform Pebble. Da habe ich eigentlich einen coolen Trick. Nur wirkliche Münzerkullen. Die kleinen Coins sind Zeitverschwendung. So, Sack. Beischlieg hinten. Dann hol ich auch den kleinen Schiss. Was? Hätt's eh nicht gewonnen. Doch, hätte ich! Das Spiel will mich ja verarschen. Ich hab gedrückt, die haben mich verarscht. Betonung liegt auf Arsch. Okay. Ich würde dir, das gibt eine Anzeige. Man muss jetzt ganz schön den Control-Stick drehen. Vielleicht kannst du Nintendo verklagen. Wenn du dann die eine Blase rubbelst. Na, wobei, flieg vor in Amerika, dann geht das. Okay, Peach hat das Schlechteste gewürfelt. Bowser aber auch. Ey, komm, leck mich, das ist verarsche. No Wage Mode waged. Wer hätte das denn mal gedacht? Er wird aber von mir stehlen. Na, wobei, ich habe genug Kohle. Ah, nur 5 Coins, das geht ja noch. Das geht noch eigentlich. Eigentlich. Ist das schon gut. Okay. Geht auch mein Weg. Oh, wie viel Glück haben die ganz. Ich bin der Pechvogel dieser Runde. Ist halt Mario Party. Gäh. Ach komm, der geht. Sie geht jetzt auf Fragezeichen. Oh. Da wieder alle zurück zum Start. Das habe ich mal ein bisschen vorgeskippt. Fick dich. Der Rage Mode ist hart am Ragen. Benenne ein Kanal um in Rage Mode. Kann sich jetzt rächen. Mann, fick dich, Luigi! Hört sich das so cool an? Man versteht meine Stimme kaum, gell? Na, eigentlich geht's ja noch. Ich schreck jetzt den Roboter. Hallo, I'm komm, a robot. Lacker! I'm feeling luck! We are robots, robot time, robot. Jetzt auch eine nice 9. Robot, robot time, robot. Okay. Hello, motherfucker. It's FB.